Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Final Test beim Video. Heute habe ich für dich die zweite Version des Teufel Radio 360 im Test. Ich habe ja auch schon die erste Version getestet. Videolink ist an den bekannten Stellen. Was Teufel verbessert hat und ob sich ein Kauf des Radio 360 lohnt, das zeige ich dir in diesem Video. Viel Spaß und los geht's! Wie immer aber der Disclaimer vorab. Das Radio 360 habe ich kostenlos für diesen Test von Teufel zur Verfügung gestellt bekommen. Ich vertrete hier aber meine eigene subjektive Meinung. Trotzdem ist die Werbesendung mit dabei. Der Lieferumfang wurde leicht erweitert. Neben dem Radio 360, dem Stromkabel und der Anleitung liegt jetzt auch eine Fernbedienung bei. Da muss ich Teufel wirklich loben. Viele haben sich eine Fernbedienung gewünscht, so wie auch ich, und dieses Feedback hat man sich zu Herzen genommen. Das Grunddesign des Radios ist gleich geblieben. Letztes Mal hatte ich die schwarze Version, daher weiß ich nicht, ob es nur an der Farbe liegt, aber ich glaube, der Stoff der Oberseite des Radios wurde geändert. Dieser ist jetzt noch weniger staubanfällig. Auf der Front sind die beiden Drehregler und die verschiedenen Bedienknöpfe. Im Vergleich zum ersten Radio 360 hat sich hier aber ein Knopf geändert. Aus dem fünften Favoritenknopf ist eine Favoritenliste geworden, sodass bis zu 30 Favoriten je nach Quelle hinterlegt und aufgelistet werden können. Auf der Rückseite befinden sich weiterhin die Teleskopantenne, der AUX-In-, Strom- und USB-Anschluss. Der USB-Anschluss kann Smartphones oder andere Geräte mit 1,5 Ampere laden und auch USB-Playback wird unterstützt. Neben AUX-In und USB kannst du mit dem Radio 360 auch Musik über Bluetooth 4.0, WLAN, Amazon Music und Spotify abspielen. Das war's aber noch nicht, denn das ist ja ein Radio, also sind auch FM-Radio, DAB+ und Internetradio mit an Bord. Wer hier keine Möglichkeit findet, Musik zu hören, dem ist nicht mehr zu helfen. Zwar nicht voll integriert, aber wenn du schon einen smarten Google oder Amazon Speaker zu Hause hast, kannst du diesen mit dem Radio 360 koppeln und dann per Sprachsteuerung Musik wiedergeben lassen. Um die Amazon Sprachsteuerung nutzen zu können, ist ein zusätzlicher Frontier Nuvola Account nötig, den du über die Teufel Remote App registrieren kannst. Erst danach funktioniert die Sprachsteuerung, denn darüber werden beide Dienste gekoppelt. Ich benutze die Amazon Sprachsteuerung nicht, ich bin Google Nutzer, da ist es ein bisschen einfacher. Einfach in die Google Home App gehen, smarten Google Speaker wählen, unter die Einstellung den Standardlautsprecher für Musik wählen und schon ist man fertig. Von einigen nicht beachtet, von anderen geliebt. Der Wecker, um morgens schon mit der richtigen Musik in den Tag zu starten. Du kannst zwei Alarme und die Wiederholung täglich, am Wochenende oder werktags einstellen. Das ist gut durchdacht, doch als Quelle stehen dir nur der Summer, DAB+, FM und Internetradio zur Verfügung. Spotify, Amazon Music, USB oder andere Wiedergabequellen gibt es aktuell leider nicht. Schade. Die neue Fernbedienung bietet funktionell alles Wichtige, doch wirkt die Remote recht billig. Dieser Plastikbomber erinnert mich irgendwie an diese Fernbedienung dieser Wegwerf-RGB-Lampen aus China, mit denen man dann jede Farbe einzeln ändern kann. Ich hätte mir auf jeden Fall eine etwas hochwertige Remote gewünscht, aber ich muss auch ehrlich sagen, diese Fernbedienung ist trotzdem auf jeden Fall meine favorisierte Bedienweise des Radios. Denn bis ich mein Smartphone entsperrt oder Google etwas gesagt habe, habe ich hier schon 10 Lieder weitergestellt. Schneller geht es nicht. Bist du dann doch mehr der Smartphone-Mensch, kannst du das Radio 360 auch komplett über die Teufel Remote App steuern, fast komplett. Denn den Wecker kannst du damit nicht bearbeiten. Der Radioempfang ist positionsabhängig, deswegen ist das ein bisschen tricky zu testen. Ich bin mit der Empfangsqualität auf jeden Fall zufrieden, muss aber auch ehrlich sagen, dass ich sehr, sehr selten DAB+ oder FM-Radio höre. Ich bin eher beim Internetradio. Der Sound im neuen Radio hat sich nicht wesentlich geändert. Es sind weiterhin zwei Breitbandlautsprecher verbaut, die die Musik in 360 Grad abstrahlen. Die Dynamod-Technologie gewährleistet die Sprachverständlichkeit und der Bass wird über einen 90mm Downfire Bassreflex geliefert. Das Radio deckt eine Frequenz von 55 bis 20.000 Hertz ab und hat einen maximalen Schalldruck von 95 Dezibel auf 1 Meter. Und genau das schauen wir uns jetzt an, den Soundtest. Wie immer bedenke aber bitte, dass sich der Sound über mein Mikro und durch deine Lautsprecher anders anhören wird. Am besten hörst du Sound nämlich immer mit den eigenen Ohren. Das war der Soundtest auf normaler Zimmerlautstärke. Jetzt drehe ich voll auf, der Equalizer steht auf Standard. Mal schauen, was das Radio drauf hat. Puh, über 100 Dezibel. Das lässt sich auf jeden Fall hören. Wenn du jetzt aber denkst, das ist ja ein super scheiß Messgerät, was sagt dieser Test schon aus,
Ich habe dieses Messgerät mit zwei verschiedenen von diesen Messgerät-Kalibrierungsgeräten kalibriert. Es ist natürlich nicht hundertprozentig genau, aber der Richtwert passt schon ungefähr. So, das war's aber noch nicht. Du bist hier ja bei Final Testman und ich spreche auch immer über die negativen Punkte eines Produktes und überall gibt es Verbesserungspotenzial, so wie auch bei dem Teufel Radio 360. Am Radio selbst habe ich nicht viel auszusetzen. Ein Kritikpunkt ist aber das neue Farbdisplay. Auch wenn es nur ein Radio ist, aber das Display sollte wenigstens so gut sein, dass man den Aufbau der Bilder nicht mit bloßem Auge erkennen kann. Wie du hier im Video siehst, baut sich das Display von oben nach unten auf. Das sieht man auch mit dem bloßen Auge. Ansonsten reicht mir die Qualität vollkommen aus. Touch zum ständigen Putzen brauche ich nicht. Die Favoritenliste bzw. Verwaltung finde ich prinzipiell gut, doch leider ist diese immer nur pro Wiedergabequelle und kann nicht vermischt werden. So nimmt man sich viel Potenzial. Besser wäre es, wenn man die Favoriten quellenübergreifend speichern könnte. Damit war es das schon mit meinen Kritikpunkten am Radio selbst. Mein größter Kritikpunkt am Gesamtpaket vom Teufel Radio 360 ist die Teufel Remote App. Ich könnte jetzt die ganze App hier nochmal im Video erklären, aber das ist viel zu lang und würde ein ganzes eigenes Video darstellen. Deswegen zeige ich dir hier jetzt nur meine nervigsten Kritikpunkte der App. Die Teufel Remote App ist sehr träge. Dauernd muss ich den Ladekreis sehen, das ist mühselig. Der Equalizer ist super rudimentär. Hier würde ich mir mindestens eine Skala von zum Beispiel minus 10 bis plus 10 so wie im Radio selbst wünschen. Amazon Music wird in der langsamen Teufel App gesteuert. Die Amazon Music App kann ich nicht benutzen, um Musik auf dem Radio wiederzugeben. Bei Spotify muss ich aber wiederum die Spotify App nutzen und dort kann ich auch das Radio zum Stream auswählen. Das geht auch ohne kostenpflichtigen Abo. Komisch, dass es bei Amazon und Spotify unterschiedlich funktioniert, aber mir gefällt die Spotify Variante besser, da die App auch einfach besser läuft. Und das Nervigste, wenn ich von einer Quelle Musik abspiele, zum Beispiel Spotify, und dann ein anderes Lied raussuchen möchte, dabei dann die Quelle wechsle, wird die Wiedergabe direkt unterbrochen und alles ist stumm. Das ist super nervig. Besser wäre es, wenn die Wiedergabe erst zur anderen Quelle wechselt, wenn ich ein Lied ausgewählt habe und solange die alte Quelle im Hintergrund weiterläuft. Das ist übrigens auch am Radio selbst so und würde mein Benutzererlebnis stark verbessern. Das bringt uns jetzt auch zur kurzen Übersicht und zu meinem Fazit. Positiv aufgefallen sind mir der gute Sound, die große Quellenauswahl, die USB-Wiedergabe, die neue Favoritenübersicht, die neue Fernbedienung, die sehr gute Verarbeitung, dass das Radio kaum staubanfällig und dass es updatefähig ist. Dagegen stehen dann die Negativpunkte, dass mir die App nicht gefällt und dass das neue Display sehr langsam ist. Dazu kommen dann noch die etwas billig wirkende Fernbedienung, dass die Favoriten nur pro Quelle ausgewählt werden können und die Wiedergabe immer direkt unterbrochen wird, sobald eine andere Quelle ausgewählt wird. Kannst du mit den Negativpunkten leben? Ich kann das. Daher kann ich das Teufel Radio 360 auch weiterempfehlen. Einige Dinge sind nicht perfekt. Dennoch finde ich, das neue Radio 360 ist ein gelungenes Update, welches sich der alten Version auf jeden Fall vorziehe. Willst du dir also ein Teufel Radio 360 kaufen, empfehle ich dir auf jeden Fall die neue Version mit Fernbedienung. Damit war es das schon wieder von mir. Schau noch kurz unten in der Videobeschreibung vorbei, da stehen wie immer alle wichtigen Infos und der Kauflink zum Teufel Radio 360. Hast du sonst noch Fragen? Schreib sie einfach unten in die Kommentare oder per WhatsApp aus Final Testman Phone. Drück noch schnell den Abo-Button, bleib gesund und bis zum nächsten Mal, dein Final Testman. Reviews aus Leidenschaft. Ciao.